Hi liebe Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Es ist schon nahezu ein jährliches Ritual, dass dieses Video ansteht. So auch dieses Jahr wieder. Willkommen zu meinem Silvester-Talk 2023-24. Ein neues Jahr beginnt, ein altes Jahr ist vorbei. Wie ist er um die Zeit? Sitze es hier und evaluiere ein bisschen. Ja, mein Jahr, was habe ich alles gemacht, was hat gut geklappt, was hat nicht geklappt und so weiter. Ja, dies Jahr soll das Ganze jetzt kein großes Video werden, wo es sehr viel erzähle und ewig lange über den heißen Brei herumrede, denn es gibt schlichtweg, meiner Meinung nach, dieses Jahr auch nicht viel zu reden, denn, sagen wir mal ehrlich, ich war dieses Jahr vor allem das Schule bedingt auf YouTube mehr inaktiv, als es denn aktiv war. Hab nicht wirklich viel dieses Jahr gemacht und kann dementsprechend auch nicht so viel sagen. Ich möchte ein bisschen in diesem Video darauf Stellung nehmen, was war, wieso, weshalb, warum, wie es ist, überhaupt so weit kam, dass ich einfach kaum leider dieses Jahr viel gemacht habe. Ein bisschen was über meine Vorsätze erzählen, was ich mir so vornehme für nächstes Jahr und einfach allgemein ein bisschen zu erzählen, was meine Pläne sind. Nun ja, vielleicht das Relevanteste so zuerst, ich habe vor einem halben Jahr mein Comeback gefeiert. Bis dahin war es so, dass ich ja zeitweise auf Gaming Crew auf einem neuen Kanal unterwegs war, war der erst nur ein bisschen daraus resultiert, dass ich eigentlich nicht wusste, was ich denn eigentlich machen wollte. Und ich weiß es vielleicht immer noch nicht. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es wirklich gar nicht. Hab mir gedacht, trotz Schule, komm, du willst mal wieder hier was zynisch auf YouTube machen. Und hab mich dann einfach hingesetzt und einfach irgendwas gemacht. Und mir war gar nicht klar, was es hier eigentlich genau gerade macht. Und ob das Ganze überhaupt was wird. Und kleiner Spoiler, es wird nichts. Hab aber trotzdem einfach mal was gemacht und vor mir hingewirkelt und so gedacht, okay. Schau mal, was bei rauskommt. Und dann habe ich irgendwann, eines Abends bin ich dann mal auf alte Videos von mir gestoßen, lustigerweise, und habe gedacht, komm, du machst das jetzt schon bald jahrelang im Februar, du bist schon echt lange auf YouTube unterwegs, so, und du machst irgendwie dein Ding, auch wenn es natürlich derzeit nicht viele Viewer gibt, nicht viele Leute, die die Videos anschauen, dran teilnehmen. Ist einfach derzeit, sei mal ehrlich, nicht so gut läuft. Du bist trotzdem schon seit über 7 Jahren, bald 8 Jahren dabei und hast es irgendwie immer durchgewürstelt. Mal warst du aktiver, mal inaktiver. Aber und das ist das Entscheidende. So richtig weggekommen bist du davon irgendwie nie. Und das bin ich tatsächlich nicht. YouTube verfolgt mich wirklich seit dem 3.2.2016 irgendwie jeden Tag. Es ist einfach da, es ist präsent, es ist da. Und dass ich mich vor die Kamera setze und Videos mache und rede, das gehört einfach so zu mir dazu. So. Das ist einfach ein Teil von mir geworden. Und ich finde, das kann man wirklich auch so ausdrücken, weil es einfach auch so krass irgendwie ist. Und ich habe mich selbst verändert, meine Videos haben sich verändert, ich bin professioneller geworden. Ich habe einen gescheiten Greenscreen, ich habe Mikrofon und, dazu nachher auch mehr. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich kann und möchte und will das nicht alles aufgeben. Ich will das nicht alles hinter mir lassen und sagen, komm, weg ist es. Weil, nein, da hat zu viel dazu gehangen und man braucht auch ein Hobby und ich will das einfach machen. Und das ist ein Sein. Ich sehe das Ganze als Hobby. Ich habe das auch noch nie als Beruf oder sonst was gesehen. Ich sehe es als Hobby. Heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass es überhaupt irgendwas haut. Ich bin nicht darauf angewiesen, damit Geld zu verdienen. Ich bin nicht darauf angewiesen, das bis zu meinem Lebensende zu machen und jeden Tag Angst zu haben, dass keiner auf einmal meine Videos haut oder die Plattform untergeht oder sonst was. Ich bin auf nix, Hitstorm, whatever, ist mir auf nichts angewiesen. Ich mache das Ganze als Hobby, weil ich zocke sowieso. Und dann kann ich gleich noch andere Leute damit unterhalten. Ich finde das cool, ich finde das sehr cool. Und das ist ein bisschen so meine Prämisse, sag ich mal, die dahinter steht. Einfach Leute zu unterhalten, eine schöne Zeit zu haben, Spaß zu haben. Einfach zu play. Sachen zu spielen und das einfach so selbst zu zeigen, wie man ist. Das war ja auch damals das Motto von YouTube, Broadcast to Self. Einfach man selbst sein und mit dem, was man macht, das ins Internet stellen.
das war ja auch der Leitgedanke, wie ich 2016 mein YouTube-Channel gestartet habe, wie ich es dann so häufig gesagt habe. Ne, mit Gamer-Couch auf einer Couch einfach, ich mit mehreren Leuten zusammensetze und man zockt. Und immer mal wieder ist es auch passiert mit Together-Projekten und viel mehr. Gerade da will ich den Fokus einfach auch mehr wieder auf nächstes Jahr lenken, aber dazu später mehr. Und das jedenfalls mir klar geworden, ich will nichts weg. Ich will die Reise weiterhin machen und weiterhin dabei sein. Und dann habe ich mein Comeback quasi gemacht. Und habe erstmal eine schöne Nintendo Direct gehabt am Anfang. Und dann kam es dann relativ schnell Zelda Tears of the Kingdom raus, was es nicht so viel gesorgt hat. Da habe ich es ein bisschen schon mit auf meinem alten Kanal auch angefangen gehabt. Aber beim neuen nicht wirklich weiter, weil das Game fehlt einfach die Zeit. Aber man muss einfach dazu sagen, ich bin derzeit in der 13. Klasse, in der Abschlussklasse. Hab viel um die Ohren. Da geht nun mal leider nicht so viel. Ging nicht so viel. Dazu auch nachher nochmal mehr. Deswegen habe ich Mr. Pikmin gewickelt, was rauskam. Da habe ich viele Party gemacht. Hat viel Spaß gemacht. Dann kam Gamescom in den Raum. Dazu auch gleich mehr. Aber bevor die Gamescom noch war, das ist jetzt 4 Monate her, ist ein Wunder gesehen. Wirkliches Wunder. Das hat meine Kamera nicht an, sonst würde ich es zeigen. Aber das Ding. Guck mal ein bisschen aus. Ich habe 2017. 16 war es, glaube ich, sogar schon wirklich gemerkt, so, dass ich was vermisse, das Hobby-YouTube. Und ich will das machen. Und ich will einfach Displays und Streams machen, weil es ist mein Ding, so. Und ich habe damals Geld rein investiert, so, also wirklich viel Geld. Hab mir ein wildes Mikrofon gekauft, hab mir wilde Capsular-Card gekauft, Greenscreen, Webcam und nach halt aufgerüstet. Und eine Sache, die ich mir wirklich sehr am Anfang geholt habe, weil ich gesehen habe, bei Nintendo und Co., die haben das. Und ich wollte es auch noch machen und damals war das Ding ja auch noch aktuell. 3DS. Ja, ich war so verrückt und hab mir eine 3DS-Capsa-Card in ein 3DS einbauen lassen, was so teuer war. Und hab dann erst viele 3DS-Streams in der Vergangenheit gemacht. Das war super, ich lieb das Teil. Das ist wirklich eins meiner wertvollsten Besitztümer, würde ich bezeichnen, die ich hab. Weil das Ding doch selten ist und einfach es nicht so häufig ist, dass man die Möglichkeit dafür hat. Und ich hab's. Und dann ist es irgendwann einfach kaputt gegangen. 2018 oder so, nach der Garantie und nichts, es war kaputt. Und das war es dann zum Zeitpunkt, wo der 3DS offiziell eher auf dem Aus war und die wurden nicht mehr häufig hergestellt und es war nur noch sehr teuer, wieder welche noch teurer als es eh schon war, da früher war, welche machen zu lassen und damit dagegen anzulassen, nochmal ein neues machen, weil es auch nicht so gut lief. Und immer mal wieder habe ich das Ding angesteckt, rumgerüttelt und gehofft, geh irgendwann wieder an, aber es ging halt gar nichts so. Dann habe ich das Ding erstmal ins Rank gesteckt. Und ja, bis vor 4 Monaten, im Schrank liegen lassen. Vor 4 Monaten habe ich dann mal 3DS einfach, es hat es im Gefühl, ich habe zuerst wieder was mit, ich bin ehrlich, Citra, das ist ein Emulator, Gedanken gespielt, ne? Das irgendwie darüber zu machen, ist aber halt auch eine Grauzone. Wenn man das Game so hat, musste man es da selbst dumpen und alles und mir dafür das Wissen anzueignen, weil ich definitiv keine ROMs downloaden würde, weil das ist illegal, macht das bloß nie. Das nützt mir gar nichts, weil ich mag Nintendo und da sollte man einfach nicht den Weg über ROMs gehen, finde ich persönlich moralisch einfach falsch. Deswegen hätte ich die ROMs selbst einfach irgendwie hier digitalisieren müssen, dumpen müssen und das wäre einfach eine zu große Aufwand für mich gewesen, Erfordernis gewesen, vermutlich. Deswegen habe ich mir ein letztes Mal genommen, komm, nimmst ein 3DS. Vielleicht hat das nur einen Wackelkontakt oder es wird doch ein Treiberproblem mit der Software, aber es war früher schon probiert und geschaut, aber ich dachte, komm, mach das doch einmal. Sagen, hab mein 3DS angeschlossen, Treiber aktualisiert, gebetet und ein Wunder passiert und auf einmal ging meine Capsa Card wieder. Ich weiß bis heute nicht, wieso die auf einmal wieder ging, aber auf einmal ging die wieder, oh mein Gott. Und dann ging es natürlich los mit Tomodachi Life, die zweite Runde. Das war wirklich der krassesten Tage in diesem Jahr, einmal meine Capsa Card wieder ging. Und dann ging es mit Tomodachi Life los. Ein Projekt, was mich jetzt immer noch sehr verfolgt, muss ich sagen. Und, also im Positiven verfolgt, dass ich immer noch dabei bin. Und es mir einfach Spaß macht, wirklich mit euren dieses Let's Play zu gestalten. Das ist auch eine Sache, die ihr selbstverständlich ins Jahr 2024 mit reinnehmen müsste. Das ist einfach eure Mies-Hub mit euren Mies zusammen, die Tomodachi Life erlebe. Das wird auf jeden Fall ein Projekt sein, was ich noch fortführen werde. Denkt mal auch noch. Dann, wenn es kein Internet mehr gibt, weil ich glaube, das Spiel wäre nicht aufs Internet angewiesen, also das Internet, also online. Für den 3DS wird es ja leider im April nächsten Jahres abgestellt, nur für die Wii U. Da ist noch mehr.
Was kann man das alles merken? Hab dann ein bisschen Mario Kart 7 auch mal wieder so ein bisschen durchgemacht. Noch ein bisschen 3DS, weil ich mich gefreut habe, dass meine Capscar wieder funktioniert hat. Und dann war ja Gamescom. Gamescom war sehr wild, war eine wilde Zeit. Dazu sollte man kurz auch ein paar Worte verlieren. Es war mega cool. Gamescom dieses Jahr war definitiv eins meiner größten Highlights. Es hat mega viel Spaß gemacht, einfach wieder in Köln zu sein, die Messe zu erleben und einfach auf der Messe unterwegs zu sein. Ich war mit meiner Freundin dieses Jahr, das war sehr cool. Und vor allem, weil Nintendo dieses Jahr wieder da war. Oh mein Gott. Und ist die, total lieb, alle Leute da von Nintendo. Und ich habe doch wieder hier meinen Kumpel, der ganz Zoos von Nintendo macht, wieder getroffen dieses Jahr. Und konnte auch wieder zuschauen. Das war alles super, super toll. Und auch die ganzen anderen Zoos, die Nintendo gemacht hat, die Fun-Turniere und die ganzen Turniere, die dann wieder live geschrieben wurden, das Internet, da im Publikum dabei zu sitzen und zuschauen, das ist wirklich Liebes zu einer Gamescom. Einfach dieses Feeling, das war wahnsinnig toll. Und es war erst mega, mega, dass wieder geklappt hat. Und vor allem, das muss man wirklich sagen, dank Nintendo, wieder ein Presseticket für die Gamescom hatte. Dass das einfach wieder ermöglicht wurde, das war mega, mega cool. Und es hat mir mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Dazu gehen wirklich nochmal vielen, vielen Dank raus. Liebe Nintendo Deutschland Team, dass das geklappt hat. Und ich bin auch guter Dinge, dass es auch nächstes Jahr wieder sein wird. Ja, funktioniert super. Und das war wirklich mega. Ich konnte dann wirklich einfach mich wirklich mal eine Woche wie ein großer Influencer fühlen. Und das war was und es toll. Einfach erstmal erlebt zu haben, so. Ich war einfach in der Lage, bei der Gamescom in den Creator Space reinzugehen. Da gab es Getränke, da konnte man, hat man WLAN gehabt, konnte seine Vlogs schneiden, seine Videos bearbeiten. Und ich hatte da meine Kamera dabei, meine Profikamera mit einem Elgato Keylight, was ich mir gekauft habe. War nämlich eins meiner Upgrades, die ich mir gegönnt habe. So ein kleines Keylight, das ist so eine Lampe quasi zum Beleuchten. Von dem, was vor der Kamera ist, was halt mobil ist, was es mitnehmen kann, eben auch um Wheel-Aufnahmen zu machen. Und das war, und da habe ich mir noch dazu noch so ein Funkmikrofon von meiner Kamera geholt. Und das war mega. Einfach die ganze Gamescom, da habe ich Zeugs aufgenommen, gefloggt. Das war einfach mega, mega cool. Und ich habe wieder zwei, drei Zuschauer getroffen. Allen voran, Sander habe ich getroffen. Und da war noch viel unterwegs auf der Gamescom. Das war einfach mega, mega cool. Einfach wirklich wieder ein paar Online-Freunde im Real Life zu treffen auf der Gamescom. Das ist mega. Und das war wirklich so mein eins der Highlights. Im September ging es dann so ein bisschen los Richtung Super Mario Wonder. Da gab es nämlich, und das war sau überraschend, Nintendo Sommer Event. Die haben einmal so eine Wintertour, einmal eine Sommertour. Und die Sommertour war letztes Jahr im Olympiapark, dieser nichts, also da war gar nichts in der Nähe von München, weshalb auch immer. Und das nächstgelegene war in Ravensburg. Also war so hier im Nachbarbundesland, bin ich 3 Stunden mit dem Zug hingefahren, war es überguckt, hab's gemacht, hatte eh das 49-Euro-Ticket. Es war irgendwie trotzdem etwas auch cool. Ich bin so froh, das gemacht zu haben. Ich bin da hingefahren. Es war so ein Street-Festival, Ravensburg spielt. Da ging es hauptsächlich einfach über die ganzen Spiele, weil Ravensburg kennt man ja vom Spieleverlag. Die haben halt dann Spiele vorgestellt. Es gab Live-Shows, lokale Tanzgruppen und. Also wirklich eher für Kinder das Zielgruppe, sage ich mal. Ja, Nintendo ist ja auch eher so, hat auch die Zielgruppe Kinder. Und dem ist am besten mal auch Nintendo vor Ort. Und, ja, worauf haben wir es eingestellt? Auf das, was ich auch aus den letzten Jahren von solchen Events gekannt habe. Man konnte halt einfach Sachen anspielen an Games, die sind draußen waren. Pikmin 4 zum Beispiel kam fürs raus, hatten die ganz groß. Aber auch Mario Kart, Just Dance hatten die, Smash Bros. Halt die ganzen Dauerbrenner, so. Mit was ich gar nicht gerastet habe, war Super Mario Bros. Wonder. Denn ein paar Wochen davor auf der Gamescom gab es noch keine Demo dazu für den Game, zumindest wird mir das offiziell bestätigt. Weil es auch keine 3 mehr gab, die es auch jetzt nicht mehr gibt. Also, es ist, was da im nächsten Jahr entwickelt. Ich hoffe, dass Nintendo da einen guten Weg findet, trotzdem auf der Gamescom mit aktuellen Spielen präsent zu sein. Weil sonst wäre es einfach irgendwie schade. Weil das dieses Jahr war noch kein 100%iges Zurückkommen von Nintendo auf der Gamescom, muss man sagen. Um nochmal darauf kurz zurückzuschwenken, viel Kritik muss ja auch sein. Also 2019 war das viel wilder. Wir hatten ja noch wirklich einen Moderator, den Partys und den Feldner, der es immer gemacht hat mit dem Zoos und das war richtig, richtig wild. Und dieses Jahr war es dann auch wild, aber es war einfach ein bisschen abgespeckter. Wir hatten nämlich nur noch die Championships übertragen, also Splatoon, Smash Bros, Mario Kart, aber keine Fun-Turniere mehr und ich gab auch keine Zoos mehr zu neuen Spielen, weil sie halt keine neuen Spiele vorgestellt haben, sondern nur Spiele, die bereits rausgekommen sind.
Auch das war ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass Nintendo nächstes Jahr wieder auch Spiele rausholt, die da sind. Allen, dass sie wieder da sind, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ja, weil die haben ja definitiv davor gefehlt. Es war ja, wo die Gamescom eh nicht war und das eine Jahr, wo die Gamescom war, aber Nintendo hat nicht da war. Muss mir hoffen, aber dass sie nächstes Jahr. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gab es die Super Mario Bros. Wanda auf der Gamescom nicht zum Anspielen dieses Jahr. Aber, und das war wirklich unironisch, kommt überraschend, bei diesem Ravensburger Bild Festival war einfach eine Demo-Version von Super Mario Bros. Wanda. Und ich konnte meinen eigenen Augen nicht glauben, weil das Game war da wirklich noch vor Release und es war nirgendwo in irgendwelchen Pressemitteilungen von Nintendo erwähnt, dass es eine Demo vor diesem Spiel geben wird vor Release. Ich dachte so, what? Hat die Möglichkeit einfach diese Demo anzuspielen und auch aufzunehmen. Und das habe ich dann auch hochgeladen. Oh mein Gott, das war mein zweites großes Highlight in diesem Jahr. Vor allem, weil ich damit halt null gerastet habe. Damit hat sich der ganze Aufwand, die Fahrt dahin und so weiter gleich doppelt gelohnt. Und das war einfach so wild und so cool und wilder, wilder Tag. Ja, dann im Oktober als Hino Super Mario Bros. Wanda, da gab es einen sehr, sehr langen Livestream. Ich glaube, da ging, ich will nicht lügen, mehrere Stunden auf jeden Fall, wo wir das Game komplett durchgespielt haben mit Freunden. Wo haben wir den? Hier haben wir den. Der war, ja, fast 10 Stunden, der gute Stream. Hat viel Spaß gemacht, war sehr, sehr wild. Und dann hat es noch ein paar vereinzelte Livestream. Jetzt Weihnachten kam es auch wieder, aber mehr war leider nichts. Eben weil ich vor allem jetzt in der 10. Klasse im Abschlussjahr bin seit September. Und viel Richtung Abitur gehe und ich sehr viel für die Schule machen muss, um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten, weil das einfach sehr anspruchsvoll ist für mich persönlich und ich das sehr zu schaffen habe. Das war auch ein bisschen mein Grund, wieso ich gesagt habe, komm, ich kapp jetzt alles und probiere mich möglichst darauf zu konzentrieren, aber ich habe gemerkt, das geht halt auch nicht, weil irgendwann hat man einfach einen Burnout, wenn man macht zu viel, hat zu viel Stress und. Deswegen will ich jetzt so einen Mittelweg machen. Ich will fürs Erste wieder aktiver werden und mehr zurückkommen, aber das ein bisschen mit Einschränkung. Ich will wieder mehrmals die Woche streamen und auch täglich Videos hochladen. Das ist mein Ziel. Ich will es allerdings schaffen, das Ganze in einer, maximal 2 Stunden pro Tag Zeit in YouTube rein zu investieren. Den ganzen Rest der Zeit eben in Schule, Freundschaften, was es halt sonst so im Leben gibt, ne? Und da bin ich auch super sicher, dass es klappt. Und damit kommen wir ein bisschen zu dem, wie wir 2024 werden, was habe ich vor? Naja, zunächst habe ich mal vor, einfach meine Kanäle wieder aufzubauen. Ihr merkt es vielleicht ein bisschen schon, ich fange jetzt einen TikTok an, dass ich die Highlights aus meinen Streams TikTok hochlade. Das geht relativ einfach mit Plugins und so weiter. Geht das ohne viel Aufwand, dass man da guten Content rausbekommt, ohne dass da extra viel Zeit rein investieren muss. Damit will ich mir so ein bisschen ein paar parallele Standbeine aufbauen, weil ich einfach doch ein bisschen wieder mehr Aktivität in meine Community reinbringen will. Ich habe wieder eine WhatsApp-Gruppe. Ich will, mein Ziel ist, dass mehr Leute meinen Stream zu schauen, mehr Leute mich finden, das Ganze einfach wieder aktiver wird, ich einfach wirklich wieder eine kleine Community aufbaue. Ich will ja keine riesen Community, eine kleine Community mit Leuten, die einfach am Start sind, wenn ich stream, mit denen man zockt und so weiter, wie man es halt damals in Höchstzeiten hat. Und ich bin da fest davon überzeugt, mit der Kontinuität, Zielstrebigkeit, und Regelmäßigkeit, dass das Ganze dann auch klappt. Das ist ein bisschen mein Projekt, was ich testen müsste. Und dafür nehme ich es mir vor, nächstes Jahr wirklich öfter live zu sein. Das heißt, ich habe einen geregelten, regelmäßigen Streamplan. Wer davon besteht, dass ich 3-mal in der Woche stand, dass ich live bin. Montags mit Mario Maker. Das erste. Eigene Leveln auch geht. Heißt, da machst du mal großen Community-Anteil drin. Dann wird es dienstags live sein und donnerstags, das fürs Erste. Ich kann das noch ein bisschen abändern. Ich will auch noch nicht so viele Details sehen, an welchem Tag es wann macht. Es ist ein bisschen flexibel, aber ich will es zumindest einigermaßen regelmäßig machen, dass ich mehrmals die Woche streame. Und das für eine Stunde. Müsste Zeit das hinkommen, dann schauen wir einfach mal, wie das läuft. Wie es das einfach ergibt über die Seite. Das ist mein Plan. Natürlich werde ich es jeden Tag streamen, natürlich wird es Real Life Events geben, wo es mal nicht streamen kann. Wird aber alles natürlich davor angekündigt und kommuniziert. Dann klappt das Ganze auch. Und top zu denen, will ich Videos machen, Let's Plays. Kommen wir ganz live wird weitergehen. Und ich plane noch ein, zwei weitere Sachen laufen zusammen, aber erstmal ein Video pro Tag, mehr packe ich es nicht. Vielleicht, wenn es cool fertig ist, dass es dann ein bisschen aufsocken kann, muss man dann mal schauen. Die werde ich am Wochenende vorproduzieren, da habe ich auch einen Plan, wie das klappt. Wie gesagt, das Ganze ist einfach mal ein Versuch.
Bis Home wird klappt, bei TikTok läuft es auch noch nebenbei, aber das Ganze wird mit Clips und so weiter, wenn es so klappt, wie ich mir vorstelle, automatisiert laufen. Das ist halt einmal am Wochenende, bis du 2-3 Stunden hinsetzt, das Zeugs aufnehmen, hochlade, schneide, hochlade, auch mit TikTok schneiden, hochladen. Und dann wird das alles einfach geplant über die Woche verteilt veröffentlicht. Das ist so meine Idee hinter. Unter der Woche selbst machst du das Hule und tun halt nur ein bisschen, je nach Bedarf, dementsprechend Livestream und halt, ja, ist da um YouTube kümmern. So ist die Arbeit immer noch vergleichsweise gering, also wirklich gering, wenn man überlegt, was es dann Output gibt. Also da ist folgt wirklich das Prinzip, natürlich noch gute Qualität, aber mit dem möglichst kleinsten Aufwand möglichst viel erreichen. Das ist mein Prinzip dahinter. Und ich bin auch optimistisch, dass das gut klappt, tatsächlich so mit dem, was ich vorhab und wie ich mir es denke, dass das Ganze ganz gut ausgehen wird und dass, ja, Zukunft haben wir. Ich will es jetzt wirklich durchsehen und dieser Version war es mir noch nie. Hab mir auch noch ein bisschen Equipment jetzt zur Motivation gekauft, weil, wie gesagt, YouTube ist einfach ein Teil von mir und jetzt im Februar werden es 8 Jahre, dass ich irgendwie mehr oder weniger aktiv auf YouTube unterwegs bin. Das ist so ein verdammt. Und irgendwie komme ich trotzdem immer wieder zurück und halt Durst. Und das ist wirklich so ein Zeichen. Und das ist mir auch wieder klar geworden. Ich mache das ganz als Hobby. Ich mache es um Spaß. Ich will nicht berühmt, bekannt, sonst werden. Berühmt will ich auf gar keinen Fall werden. Weil ich will Grundschullehrer werden. Und ich will auch meine Distanz und Privatsphäre und alles drum und dran. Ich will einfach nur eine kleine Community mit 1000, vielleicht 10.000 Leuten. Wenn es ganz, ganz gut laufen sollte. Das will ich noch nicht als berühmt bezeichnen, aber das reicht mir. Mit denen ich hacken kann, so. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn ich irgendwann merke, dass ich würde total aus dem Ruder laufen, ich würde verbrannt werden, würde ich auch sagen, so, nee, bin weg, ich nicht meins. Nein, aber das, so weit wird es eh nicht kommen. Aber wirklich, mein Ziel ist es einfach, mein Hobby hier zu verwirklichen, ein paar Videos und Streams die Woche zu machen, einfach mit Gaming, das, was ich mag, was mich beschäftigt, so. Das braucht man einfach neben den ganzen Stress und allem drum und dran. Das ist cool, das macht Spaß und das wird es einfach weiterhin auch vermehrt geben. Und das verspreche ich euch. Als Community, dass das Ganze einfach besser läuft und mehr Spaß macht. Nein, wirklich, schauen wir einfach, wo die Reise hinführt. Haben wir wieder ein paar Leute, die aktiv das Zeug schauen und super ist es. Jeden Einzelnen ist es auch wert. Und ich weiß, dass es auch einige Slumber-Sauer ab, die wirklich seit Jahren dabei sind. Und auch für die möchte ich an jeder Stelle mal Danke sagen, aus wie für alle anderen, die immer kommentieren und das Zeugs anschauen. Sei es Clays, sei es Hamill, die sich seit Jahren dabei ist. Sei es Destructor, sei es Mystery Fox und, die sind alle irgendwie noch da. Und das finde ich einfach super und SS cool. Natürlich auch hier Istria zum Beispiel. Ist relativ neu in der Community, aber auch nächstes Mal danke so an dieser Stelle. Ich werde noch viel, viel mehr Namen aufrufen und das sind einfach die, die mir gerade im Gedächtnis sind, weil ich entweder heute ISB wieder Kommentare durchgelesen habe, weil ich lese mir alle eure Kommentare durch, die ihr schreibt, dass ich da irgendwie interagiere oder sonst was. Also wirklich, mega Sache aus. WhatsApp-Gruppe ist noch eine Sache, wo ich es animieren müsste. Kommt da gerne rein. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Ich habe es so ein bisschen verkackt, weil ich dachte, dass das anonyme war mit den ohne Nummern. Ist nicht ganz so leider. Muss meine Aussage ein bisschen zurückführen, weil das war das mit diesen Kanälen, die man jetzt im Status drin hat. Das ist wirklich ohne Nummer und sonst was. Was ich jetzt habe, ist der Community-Tab auf WhatsApp. Das ist einfach quasi wie eine normale WhatsApp-Gruppe, nur dass ich sie als Community-Admin verwalten kann und dass es Ankündigungen machen kann. Und da haben wir eben einmal eine Gruppe, wo es Ankündigungen macht und dann noch eine zweite Gruppe, wo untereinander schreiben können. Ich mache das Ganze jetzt mal so, auch mit meiner Nummer, die wir uns pressen. Sollte ich merken, dass es leider nicht klappt und irgendwie mir so viele Leute zuspammen, sonst was, meine Nummer, dann muss ich leider die Gruppe schließen und das doch über den ganz anonymen Weg machen, würde es aber eigentlich so ungern. Es hat in der Vergangenheit auch immer geklappt. Das einzige Problem waren irgendwelche Bots, die auf WhatsApp in die Gruppe reingekommen sind. Aber das sollte jetzt durch das Community-Feature auch Vergangenheit sein. Und da kann ich euch nur wärmstens empfehlen, geht da rein, weil da gibt es wirklich immer Benachrichtigungen, wenn ich live bin, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und so weiter und so fort. Und so aus. Ja, jetzt wisst ihr ein bisschen so, was meine Pläne sind für die Zukunft, in Anführungszeichen, sage ich mal, für die nächste Zeit hier eben auf Game Accounts. Ich will es wieder ein bisschen durchsehen. Das sind, glaube ich, wirklich diesmal nicht nur irgendwelche netten Vorsätze, die man es im neuen Jahr macht. Ich habe es ja von einem halben Jahr gesagt, ich bin zurück und war ein bisschen so am Vorbereiten auf mein eigentliches wirklich großes Comeback, was ich eben für 2024 geplant habe. Und gesagt habe, komm, das hieß mit YouTube wieder vollends durch. Und will einfach so ein Flash, habe es wirklich nochmal so ein Hype und Hochstand
immer 2017 hatten, zu erreichen. Und ich denke, wenn ich mich oft genug dran setze, 30 Stream, dann wird das alles von selbst kommen. Ich brauche nicht erwarten, dass ich von einem Tag auf den anderen wieder hier Höchstbetrieb habe, aber mit der Zeit denke ich mal so. Und vor allem, wenn ich eben Community Games spiele, hier eben interaktiv mit sein kann, das ist ja wirklich auch so ein Vorteil von einer kleinen Community, dass wirklich jeder mitmachen kann, der teilhaben kann, einfach jeder beachtet wird. Doch super. Ja. Und gerade auch nächstes Jahr, wo eventuell eine Switch 2 erscheint und, wird es ein wahnsinnig wichtiges Jahr einfach wieder werden. Und ja, auch da, es will ich mir nicht nehmen lassen und freue mich einfach auch davon, ein Teil zu sein. Und wie gesagt, ich finde YouTube als ein Hobby, das geht immer und das muss meiner Meinung nach auch immer gehen, weil man braucht Hobbys. Keiner kann 24/7 arbeiten und auch mal ein Hobby in Ausgleich zu haben. Was ich jetzt in den letzten Tagen merke, wo es mich wieder mit YouTube beschäftige, ist, dass wir auch damals ein Problem, wo ich gesagt habe, nee, ich sehe erstmal einen Schlussstriss. Ich bin nicht wirklich in der Lage, das Ganze zu trennen und zu sagen, so, ich mache jetzt wirklich hier 3/4 für Schule und nur 1/4 für YouTube. Realität ist es noch mehr für Schule und noch weniger für YouTube. Aber entweder ich mache eine Sache und die richtig oder halt gar nicht so. Und zwei Sachen so ein bisschen, ne, aber daran werde ich mich gewöhnen müssen, so dass ich wirklich immer nur abends mir diese eine Stunde für YouTube nehme und den ganzen restlichen Tag mich nicht weiter mit YouTube auseinandersetzt. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Und wie das Ganze klappt, müssen wir einfach schauen. Ich bin aber, wie gesagt, guter Dinge, dass es nächstes Jahr klappt und dass es eben ein schönes Jahr 2024 wird hier mit meiner Community, dass wir viele tolle Sachen erleben werden. Auch für mich wird das ein besonderes Jahr werden, auch im Privaten. Denn ich werde jetzt nach, mit meinen Ehrenrunden, ist kein Geheimnis, 15 Jahre, die ich insgesamt in der Schule verbracht habe. 13 Klassen normal, sonst sei wiederholt, da gibt es 15. Muss nicht 3 Jahre mehr sind, als die, die halt ein Abitur machen, ne? Muss man so schon mal sagen. Und dementsprechend ist jetzt einfach sehr bewegend für mich, sage ich mal. Das ist jetzt dann auch endlich mal meine Schule abschließe. Auch mit dem Ziel, denn ich will ja Grundschullehrer studieren und Grundschullehrer werden. Und auch da wird es spannend, denn ab Oktober geht es dann einfach los mit meinem Studium. Und das ist einfach wirklich geisteskrank, wenn man so mal drüber nachdenkt, dass es dann endlich losgeht. Ich bin sehr aufgeregt und auch ein bisschen Angst, was so kommt. Ich bin aber guter Dinge, dass es packt, weil das einfach, das ist was machen will, das weiß. 100% von Anfang an, das wird's werden. Ne? Und das wird's auch wirklich werden. Und da umgehend finde ich es auch wieder gut, dass da ein bisschen Stabilität nach wie vor mein Leben drin ist durch YouTube, weil wie gesagt, das ist seit 8 Jahren bald dann so ein Verfolgnis das Ganze und als bin ich gewöhnt, ich kenn's und es ist einfach stabil in mein Leben drin. Auch in solchen Zeiten des Umschwungs, sag ich mal, wo es halt wirklich viel ändert. Und ich hatte gerade so Angst, dass mein Mikrofon aus war und man mich jetzt die ganzen halben Stunden nicht drehen lassen, aber Gott sei Dank ist es so. Boah, ja, ne Leute, ich sag das, wie es ist, ne? Ich werde das Video nicht wieder künstlich in die Länge ziehen und ich bin jetzt erstmal eine halbe Stunde, aber dann ist irgendwann Sommer Sense, weil wir nicht viel so lang hatten. Ich denke mal, das, was ich sagen wollte, ist rübergekommen. Vor allem irgendwie, dass ihr euch doch einfach aus 2024 freuen könnt. Und ich will zumal vorab sagen, Disclaimer. Ich bin nur Mensch, erwartet nicht so viel. Aber mir ist schon klar, ich kann es nicht wiederbringen, dass ich jetzt zuerst ankündige, yay, ich bin wieder da und bla und bla. Und dann bin ich nach 3 Wochen, wenn es stressig wird, bei mir wieder weg. Das habe ich so oft gemacht. Und viele denken auch, dass ich es machen werde, auch zu Rest, weil ich bin selbst schuld. Aber auch wenn es von einem oder anderen vielleicht leere Worte wirken. Jetzt werde ich diesmal alles in meiner Macht liegen tun, probieren, dass dem nicht so ist. Ich habe sogar schon 2 komplett voraufgezeichnete, fertige Projekte, die ist im Fall der Falle, wenn alles andere reißt, kurz vorm Abitur, einfach hochladen kann. Dann zumindest 2 bis 3 Videos täglich, also, 3 Videos täglich, da habe ich 3 Videos wöchentlich kommen. Auch in solchen schweren Zeiten. Also, ich habe wirklich ein ausgeblügeltes System jetzt. Wenn man das Ganze mit System macht und Intelligenz und eine Idee dahinter, ein Konzept hat, dann kann das auch was werden. Das hatte ich früher nie, bin trotzdem einigermaßen in meinen Verhältnissen wirklich erfolgreich geworden. Da habe ich aber freie Schnauze gemacht, was machen wollte. Das habe ich ein Konzept und
das Ganze auch gehen. Ich habe sogar hier unten so einen Aktenordner neben mir stehen, so einen grauen, ein Typ ist, ne? Der kennt ihn nicht, sind. Das ist ein grauen Leitz-Aktenordner. Aktenordner. Und da ist auf jeden Fall so ein wöchentlichen Wochenplaner drin. Für jede Kalenderwoche, was es wann irgendwie an Livestreams und Videos macht. Also ist hier das wirklich los mit der Planung. Und es strukturiert halt. Und dann bin ich optimistisch, dass das Ganze auch was werden wird. Und das ist einfach mein Hobby. Und das ist einfach eins meiner Lieblingshobbys hier weiter fortführen kann. Weil ich mach Bock, das macht Spaß, das ist cool, das ist toll. Und ihr seid einfach alle ein Teil. Und ohne euch alle, ne, alle hier, würde das Ganze auch nicht funktionieren. Und deswegen, jetzt zum Ende zu dem Video, wer es auch immer die 30 Minuten hier könnt, wirklich ein großes, großes Dankeschön raus an alle, die ein Teil von der GamerCouch Community sind. Sei es ganz klasse oder YouTube, sei es jetzt neu über TikTok, über Twitch, über Kick, alles Mögliche. Kick ist auch so eine Sache. Ich will es ein bisschen probieren, aber ich denke langfristig, dass mich doch eher wieder so Twitch zurückpendel. Ich muss mich aber noch mit allen da noch ein bisschen auseinandersetzen, da werde ich zum gegebenen Zeitpunkt im neuen Jahr noch mal mehr sagen. Aber fürs Erste will ich meinen Fokus wirklich wieder auf YouTube setzen und für Shorts und so weiter auf TikTok. Einfach schauen, was dabei rauskommt und dann schauen wir einfach, was die Zukunft mit sich bringt. Ich bin da aber wirklich ganz guter Dinge, dass es, wenn ich das Ganze jetzt durchsehe, so strukturiert und geplant, wie es am Ende von 2024 jetzt wieder um die Zeit hier setzt, dann sagen kann, wird ein tolles Jahr und ich bin zufrieden. Und ich hoffe, dass es in einem Jahr auch so sein wird. Wir werden es herausfinden. Jetzt sage ich danke fürs Zusehen von dem Video. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer also einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr 2023. Wart auch zufrieden damit und habt ein schönes Jahr 2024. Ich werde noch eine Umfrage machen, die in dem also in der Videobeschreibung verlinken. Die könnt ihr gerne mal ausfüllen. Da geht es so generell um Livestreams, Let's Plays, Formate, Uhrzeit, whatever, alles Mögliche. Dauert nicht lang, ein paar Minuten. Müsst einfach nur mit Ja, Nein und so weiter antworten. Einfach mal machen. Würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback habe. Und was mich ebenfalls freuen wird, wer sich die Zeit nehmen möchte, mir ein ehrliches Feedback zu geben. Einfach mal in die Kommentare ein bisschen was Ehrliches zu schreiben. Wie er es sieht, auf was er sich freut, wie er sie mein Content fand über die letzten Jahre verteilt. Ich weiß, es war dies ja nicht viel, aber das, was ich gemacht habe, einfach sowas in die Richtung. Die Flüssel wollte ich gerade angerufen. Da ist ein Faden verloren. Mist. Das hatte ich gerade gesagt. Irgendwas Wichtiges, ah ja, einfach Feedback. Würde mich wahnsinnig freuen, denn mit Feedback kann man es einfach mehr verbessern, so, und ich will Miss und Manns Handel verbessern. Das ist mein größtes Wahnsinn. Gut, fürs Erste sage ich jetzt danke fürs Zusehen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt ein schönes Jahr 2024 und ich freue mich da, wieder aktiver zusammen mit euch auf YouTube unterwegs zu sein. Macht's gut und wir sind guten Rutsch ins neue Jahr.